Hallihallo, seid ihr willkommen zu einer neuen Folge Sebastian Loeb Rally Evo. Heute geht's weiter in der Loeb Experience. Und zwar in der Kategorie Weltmeister zwischen 204 und 206. In diesen drei Etappen, als wäre man dabei gewesen, das Comeback und Sieg in Australien. Das andere haben wir bereits abgeschlossen. Heute dürfen wir ein Xara Relica von 04 fahren. Das durften wir auch schon letztes Mal fahren. KI mache ich jetzt mal auch schwer. Versuch's mal auch auf Australien. Dann starten wir das Rennen. Vorhin habe ich schon versucht aufzunehmen, doch da ist mir mitten in der Rallye habe ich mich überschlagen. Wollte zurückspulen, habe die Zurückspultaste gedrückt und auf einmal hat sich das Spiel aufgehangen. Also das war jetzt nicht so geil. Aber gut, kann mal passieren, dass ein Spiel abschmiert. Ich hoffe jetzt, das war's mit dem Abschmieren. Das Spiel hat ja bereits den ersten Patch erfahren. So wie ich es mitbekommen habe, soll im ersten Patch beispielsweise auch die Framerate verbessert werden sein sollen und die Linearitäten der Lenkräder und Papi-Papo. Ah, da sehen wir das Xara Relica. 3, 2, 1, go! Rechts 6 und links 5, 40, links 3. Rechts 3 minus und links 5 minus, lang schärfer. Rechts 4 plus in links 5, 40. Okay, das ging gar nicht gut. So, gehen wir hier zurück. Rechts 4 plus in links 5, 40. Kuppe in links 4 und rechts 4 plus. Ja, genau. Okay, gut. Da starten wir kurz mal neu, weil, naja. Haben wir irgendwie doof verkackt. Oder zumindest ich hab doof verkackt. Das wird uns zu viel Zeit kosten, weil wir spielen auch schwer und schwere KI ist brutal. Rechts 3 minus und links 5 minus, lang schärfer. Rechts 4 plus in links 5, 40. Kuppe in links 4 und rechts 4 plus, 40. Rechts 4 lang öffnet sich. Links 4 minus in rechts 5, links 6. Rechts 6, links 5 minus, Schneider 40. Rechts 6 minus. Oh, komm. Okay, nee, da verlieren wir zu viel Zeit. Da spulen wir nochmal zurück. Er macht die Kurve relativ fix zu und dann ist so eine, so eine halbe Mauer dort. So, wir können noch gut mithalten, sind zwar nur auf Platz 6, aber 7 Zehntel ist doch machbar, Mann! Was ist das? Lenkt doch mal. Bremse hier. Ganz normal an und die Räder blockieren wie bescheuert. Ich hab zwar das ABS aus, aber dennoch, ich hab's nur leicht angetippt, die Bremse. Ja, gut. Hügel und links 4 plus lang 40. Rechts 6 und links 6 sehr lang 30. Links 5 über Kuppe schneiden 40. Rechts 6 lang 150. So, das ist echt eine miese Kurve. Verlieren auch wieder ordentlich Zeit. Nein, 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 nicht schon wieder. Boah, ich mache immer den gleichen Fehler hier. Er sagt mir links 6, ich will schön in die Kurve reingehen, aber vergiss, dass vor der Kurve noch ein Hügel ist. Achtung, rechts 6 über Hügel 160. Rechts 5 plus und links 5 und rechts 6 minus. Nicht dieser elende Baumstamm. Wieso steht da dort, Mann? Das ist gerade echt zum Kotzen. Achtung, links 6, scharfer Weg. Vorn rechts 3. Rechts
6, sehr lang, 130. So, wir können Boden gut machen, gehen in Führung. Achtung, rechts halten, über Hügel mit links 6 raushalten. Rechts 6 plus, links 6, rechts 5 plus und links 4 plus, 40. Links 5 plus und rechts 5 plus. Boah, das ging sogar nochmal gut. Links 6 lang, schärfer. Achtung, fies rechts 2, schärfer, links 5, 40. Na, das ging jetzt doch nicht mehr ganz so gut. Ich hoffe jetzt mal, es ist nicht ganz so schlimm, dass im Hintergrund mein Lenkrad relativ so gut hört, aber der Motor lässt so langsam nach. Also, ja, er gibt langsam auf, er ist verbraucht. Ich werde mir bald einen neuen holen müssen. Ich hoffe, die Garantie hält noch. Ich hoffe, es ist kein Eigenverschulden, sondern wirklich... Ja, die Lebensdauer vom Motor ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Das hat jetzt 8 Monate gehalten, leider nur. Gut, das kann auch daran liegen, dass ich damals, als ich den Motor, oder besser gesagt, das ganze Lenkrad gekauft habe, habe ich vergessen, das Firmware-Update zu machen, das ja das Lenkrad versucht zu schonen und verhindert, dass das Lenkrad eben früh abkackt. Das habe ich damals leider nicht gemacht, habe mich eben, wie gesagt, mit Lenkrädern noch überhaupt nicht ausgekannt. Bin da die ersten paar Stunden ohne Firmware-Update gefahren und das hat dem Lenkrad relativ gut geschadet, was ich merke. Deswegen hört man es im Hintergrund auch wirklich so rattern, weil er halt wirklich verbraucht ist. Aber wir haben es geschafft. Erster Platz, wir hatten zwar in den ersten beiden Sektoren relative Probleme, was Zeiten anging, aber dafür konnte man es im letzteren Teil da wirklich gut rausholen. Gucken wir nochmal ins Replay. Ja, Australien finde ich generell eigentlich eine coole Rallye, eben wegen den Highspeed-Passagen, aber ist natürlich auch eine schwierige Rallye. Dort, wo wir ja dann links 6 und rechts 5 hatten mit so einer kleinen Kuppel, das ist natürlich... Wenn du da wirklich drüber donnern willst, möglichst viel Zeit rausholen willst, dann musst du natürlich schon verdammt Eier haben. Wir können hier aber zum Glück noch in einem Spiel sein. Und das Ganze nochmal ein bisschen, ja, wenn du Fehler machst, spust du zurück. Dort hast du die Möglichkeit nicht. Ich muss sagen, so im Großen und Ganzen sieht es eigentlich schon ganz schön aus hier. Auch mit den Staubeffekten. Es hält schön lange, man sieht das Feuer noch. Ich muss sagen, Sebastian Loeb Rally Evo weiterhin mein... Top-Rally-Spiel bis jetzt. Eben der Rally selber habe ich noch nie gespielt, das kommt ja auch erst noch auf die Konsole. Da gehen wir wieder raus und gehen zur nächsten Stage. Ich muss sagen, eben mit Sebastian Loeb Rally Evo hat Miles dann auf jeden Fall einen geilen Titel rausgebracht, eben mit den ganzen Elementen auch aus Ride, was mir auch sehr, sehr gefallen hat. Ride selber auch für mich persönlich ein cooles Spiel. Klar, hier und da noch verbesserungswürdige Sachen, aber ich hoffe mal, ein Teil 2 wird gemacht. Vielleicht mit besserer Grafik, etc. Und mit längerem, kann man sagen, Spielspaß. Einfach mit mehr Ausdauer, also dass man wirklich lange dran kämpft. Na gut, wir haben ein Fahrzeug gewonnen. Das Xara Rally Car von 05 ist jetzt in unserem Besitz. Das ist doch schön, da sehen wir die Nummer. Ich als Fahrer, Marvin als Beifahrer. Ah, das freut mich doch. Ich will den Wagen natürlich gerne verwenden. Ich persönlich finde das Xara Rally Car hammergeil. Gehen wir in die nächste Etappe. Jetzt haben wir das Xara Rally Car von 05. Groß unterscheiden tun sie sich nicht. Die Sponsoren sind ein bisschen anders, aber sonst bleibt alles gleich. Baujahr bleibt gleich, eben halt die Lackierung ist anders. So, das Comeback, das ist eine Stage in Los Mexicanos 2, heißt die Stage, 100% Jota Rally. Hier lassen wir jetzt mal die KI auch wieder auf schwer, es hat ja in Australien auch super funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert auch hier. Ja. So, da sehen wir die Kurve, eine Haarnadelkurve in Mexiko und da sind wir unser Rallye-Car. 3,
2, 1, go. Rechts 3 plus und links 2 plus und rechts 3. Links 5 und rechts 5 plus. Jo. Das hätte nicht so laufen sollen. Hier ist Kurven schon mal eng. Ich denke mal, hier haben wir gerade viel Zeit verloren. Okay, das mag ich in Mexiko überhaupt nicht. Das starten wir einfach nochmal neu. Dieses, nicht freie Kamera. Dieses elendige, enge Gedöns. Das mag ich in Mexiko wirklich nicht. Und das haben wir leider gerade noch zum Start. 3, 2, 1, go! Rechts 3 plus und links 2 plus und rechts 3. Links 5 und rechts 5 plus in links 3 plus in rechts 5 plus 40. Links 5 sehr lang und links 2 plus 80. Rechts 5 plus 40. Ah! Da habe ich zu wenig dagegen gelenkt. Ja, Mexiko, dieser Anfangsabschnitt ist einfach so zum Kotzen für mich persönlich. Das ist einfach für mich keine Rallye, keine. Das ist ja. Rechts 5 minus 60. Für mich einfach nur ein Hindernis, was scheiße rechts ist. Minus und rechts 6 plus in links 2, 60. Rechts 4 lang schärfer in links 3 minus und rechts 4. Hui, na das war wohl nix. Ah, Mexiko steckt den Finger aus dem Po. Zieht den Finger aus dem Po. Macht nicht so eine scheiß langsame Schotter-Rallye. Macht eine schnelle, wie es Finnland oder eben auch Australien hat. Wir können aber uns noch gut halten. Das war doof. Das war doof. Ne, da wollen wir ungefähr hier. Rechts 6 schärfer und kurz links 5 minus und rechts 6. Rechts 6 in Kuppe in links 4 und rechts 3 minus 50. Links 6 in rechts 6 in links 6. Links 6 in rechts 6 in links 6 über Hügel 50. Links 4 und Kuppe und rechts 3 plus. Links 4 und Sprung in links 6 in rechts 6. Sprung in rechts 4 lang 40. Na, es läuft überhaupt nicht gut hier auf Mexiko. Links 6. Ah, komm. Ein bisschen geschortcuttet. Rechts 6 sehr lang, 50. Rechts 4 minus. Links 5, 60 über Hügel. Links 6 plus, 60. Rechts 5 und links 6 in rechts 6 plus und links 2. Links 6 plus und rechts 6 plus. Das ging fast gut, aber auch wirklich nur fast. Ja komm, geh rum! Geh doch rum, mein Gott! Komm, den Scheiß starten wir neu. Ah, Mexiko, wirklich so eine scheiß Etappe. Ich mag die überhaupt nicht. Was ist eigentlich das Ziel? Eventinformation. Löb muss wirklich herausragende Leistung. Bestzeiten in allen Sektoren ab. Ja, ist klar. Ich glaube, also wenn wir da den ersten Sektor schon verkacken, können wir es gleich neu starten und werden es auf Mittel machen. Go! Rechts 3 plus und links 2 plus und rechts 3. Links 5 und rechts 5 plus in links 3. Ach komm, nee, weißt du was? Ich mach das auf Mittel. Da kein Bock lange rumzudatteln. Ich mag diesen Teil von Mexiko, mag ich einfach wirklich nicht mit diesen engen, verfickten Kurven. Ja, da gehen wir noch mal rein.
machen hier auf Mittel, denn sonst, ja, wenn wir da nicht in allen Sektoren Bestzeit liefern, schließen wir das Event nicht ab und das wäre scheiße. So, da starten wir nochmal jetzt in Mittel-KI-Stufe. 2, 1, go. Rechts 3 plus und links 2 plus und rechts 3. Links 5 und rechts 5 plus in links 3 plus in rechts 5 plus 40. Hui! Uns mal fix überschlagen, da haben wir irgendwie das Auto halb gedreht bekommen. Rechts 5 minus 60. Rechts 4 minus und rechts 6 plus in links 2, 60. Komm, ich leib Blanke, Mann! Dämisches Rallye-Car, Mann. Mexiko weiter in so eine verfickte Scheiß-Stage. Rechts 4 lang, schärfer, in links 3 minus und rechts 4. Uah. Rechts 6, in links 3 und rechts 5 lang, 70. Na ja, dank der KI, die nur Mittel ist, können wir das locker dominieren. Da fliegen wir den Felsen hinunter. Ja, Mexiko weiterhin sehr, sehr schwierig. Ruhe! Na, leicht berührt. Links 6 in rechts 6 in links 6. Links 6 in rechts 6 in links 6 über Hügel 50. Links 4 und Kuppe und rechts 3 plus. Links 4 und Sprung in links 6 in rechts 6. Okay, geht nochmal gut. Sektorbestzeit können wir noch behalten, das ist wichtig. Boah, ein Stein da ein bisschen berührt. Rechts 3 und links 3 öffnet sich. Rechts 5 und links 5. Okay, da habe ich das ein bisschen offener vorgestellt. Rechts 6 sehr lang 50. Holla! Rechts 4 minus. Links 5 60 über Hügel. Links 6 plus 60. Rechts 5 und links 6 in rechts 6 plus und links 2. Links 6 plus und rechts 6 plus und links 4 plus lang 50. Ah fuck, da haben wir die Sektorbestzeit nicht geholt. Rechts 5, 50. Ist doch scheiße. Also ich werde jetzt das Event werde ich offline fahren. Weil das mit den durchgehenden Sektorbestzeiten finde ich jetzt echt kacke, so zu fahren. Vor allem direkt auch auf Mexiko, was ich überhaupt nicht kann. Da macht man lieber gleich das nächste Event und kasteln da nicht lange rum. Ich werde euch dann das Auto präsentieren, was wir vielleicht gewinnen. Also wenn wir überhaupt ein Auto gewinnen, werde ich das dann abschließen, damit wir auch nächstes Mal in der nächsten Folge die weitere Kategorie machen können. Aber jetzt erst des Letzteren, als wäre man dabei gewesen in Wales. Oh, da lasse ich gerne auf Mittel. Wales auch so eine Strecke. Hier dürfen wir aber das 2006er Rallycar fahren. Wieder das gleiche, also der Aufbau ist der gleiche von 2002, aber mit einer anderen Lackierung. In einer blauen Lackierung mit ein paar roten Akzenten.
Also hat das immer Wales. Eine Strecke, die ich auch nicht so wirklich kann. Also Mexiko, Wales. Für mich sehr, sehr schwierige Rallyes. Oh, da ist sie ja schon, die Haarnadel. Ja, sollte so auf jeden Fall laufen. Komm, start mal neu. Nicht zurückspulen. So, nochmal neu starten. 3, 2, in Wales. 1, go. Links 5 lang, 80. Rechts 5 minus und Haarnadel links und rechts 2. Links 5 plus und rechts 5. Ah, fuck off. Vielleicht nicht driften sollen. Oh, da ist ein Tor. Ah, Wales, wieso tust du mir das an? Und der dritte Restart. Rechts 5 minus und Haarnadel links und rechts 2. Links 5 plus und rechts 5 links 4. Nein! 80. Mann, oh Mann. Was mache ich denn hier so falsch, dass mir das Auto so krass ausbricht? Und schon wieder das Tor. Es ist nicht wahr. Wieso, Mann? So kotzen diese Rally Wales. Okay, das war ein dummer Eigenfehler. Also kann man nicht irgendwas Geiles fahren wie irgendwie Sanremo oder Monaco. Vielleicht auch im Alsass. Wir sehen trotz Mittel-KI-Stufe sind wir gerade mal noch so knapp vor denen. Boah! Ja genau, komm, ich nehme das Tor natürlich mit, es steht ja da, man muss es ja mitnehmen. Ist ja nicht so, man könnte vorbeilenken. Links 5 plus und links 4 über Kuppe und rechts 2 lang. Boah, komm, rum, was? Als ob der uns jetzt zurücksetzt, er will uns doch verarschen. Na gut, fahren wir weiter. Haarladen rechts 6, 90. Und schon wieder zurückgesetzt. Ey, es kann doch nicht wahr sein, Mann. Was hat Wales gegen mich denn so? Was hat denn Wales gegen mich? Was mache ich falsch, dass ich da mit Wales nicht zurechtkomme? Jetzt werde ich halt die Kurve stupide, unspektakulär und scheiße. Links 4 plus 90. Links 6 minus 130. Links 5, 90.
Rechts 6, 70. Haarlabe rechts und links 6, 60. So, haben wir die Menschenmenge mitgenommen, umgebracht. Das passt ja soweit. Links 5 und rechts 4, minus 70. Rechts 6 und links 3, sehr lang und rechts 6, über Hügel 110. So. Sektorbeste geholt, aber immer noch hinter den ganzen Laps. Achtung, links 6 übersprungen, 130. Rechts 6, 80. Rechts 4 verengt in Kuppe 60. Achtung, rechts 6 übersprungen. Ui, da bin ich zu früh rein. Wir können uns auf Platz 1 wieder setzen. Links 3 plus lang 60. Rechts 3 minus lang 100. Ah, doch nicht mehr fangen können, schade. Hab jetzt gehofft, wir fangen das Ding noch. War aber nix. Nein, nicht drehen, Mann! Das ist doch zum Kotzen, dieses scheiß Wales. Start mal das Ding auch nochmal zum letzten Mal neu, sonst werde ich den Kack auch offline fahren. Das kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt uns so hinterherhängt. Erst Mexiko ohne Po und jetzt dieses hässliche Wales. Okay, was war das? Okay, wir sind wieder auf der Strecke. Links 5 plus und rechts 5 und links 4 lang 80. Weil hier irgendwie habe ich das Gefühl, wie wenn das Auto nochmal so einen Driftkick bekommt. Rechts 3 plus lang 70. Rechts 5 lang 50. Links 6 minus 50. Rechts 5 und links 3 sehr lang verengt in Sprung. Links 5 plus und links 4 über Kuppe und rechts 2 lang. Rechts 6, 90. Ja, Kurve Hanadl überhaupt nicht verwischt. Erwischt. Links 4 plus 90. Links 6 minus 130. Links 5 90. Rechts 6 70. Hanadl rechts und links 6 60. Rechts 6 und links 3 sehr lang und rechts 6 über Hügel 110. So, wir können aufholen. Vielleicht schaffen wir es noch auf Platz 1. Übersprung 130. Rechts 6, 80. Rechts 4 verengt in Kuppe 60. Achtung, rechts 6 übersprungen 100. Sprung und rechts 3 sehr lang. Links 3 plus lang 60. Rechts 3 minus lang 100. Rechts 4 und Haarnadel links 50. Komm rum. Links 6 und links 6, Ziel.
So, gleich mal gespannt, ob es jetzt definitiv für den ersten Platz gereicht hat oder ob wir das Ziel überhaupt abgeschlossen haben, dass wir überhaupt nur Erster werden müssen oder ob wir auch wieder diese beknackte Ding schaffen müssen. Ja, was? Wir wurden sogar noch Letzter. Wie denn das? Wieso tut mir das Wales an? Na gut. Was soll's? War's von der heutigen Folge. Die beiden letzten Stages haben wir jetzt so nicht geschafft. Ich werde sie offline fahren, dass wir nächstes Mal weiterkommen. Weil so kotzt mich das persönlich auch an, wenn wir da ständig bei irgendwelchen Stages hängen bleiben. Und eben, wie gesagt, Wales. Hier sind wir auch nochmal richtig dumm gefahren. In Wales und Mexiko sind zwei Etappen, die ich mag, die wirklich einfach nicht. Sie sind für mich komplett überflüssig und unnötig. Ich mag dir dann lieber Finnland, Schweden, Alsas, Sanremo, etc. Ja, die beiden mag ich überhaupt nicht. Na gut, das soll es von der heutigen Folge gewesen sein. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt eben die beiden letzten Stages nicht geschafft haben. Ich werde sie eben nochmal offline fahren. Euch dann zeigen, was wir vielleicht noch gekriegt haben. Irgendwelche Autos oder sonstiges. Würde ich sagen, war es von der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Sebastian Löb Rallye Evo. Bis dann, ciao, ciao.